Servus, ich bin Jo. Heute spreche ich in den Bergnews mit Dr. Andreas Kellerer-Pirkelbauer-Eulenstein, dem ehrenamtlichen Co-Leiter des ÖAV-Gletschermessdienstes, über schmelzende Gletscher und wie man so einen Gletscher überhaupt vermisst. Außerdem geht es um Fahrerflucht am Zuckerhütl und was die warmen Temperaturen von dem vergangenen Wochenende für eure nächste Bergtour bedeuten. '91 hat der österreichische Alpenverein das erste Mal zur Vermessung der Gletscher aufgerufen. Heute veröffentlicht der ÖAV jährlich seinen Gletscherbericht. Die aktuellen Messungen von 2022 und 2023 sind letzten Freitag rausgekommen und das Ergebnis ist wenig überraschend. Von den 93 erfassten Gletschern sind 92 zurückgegangen. Am stärksten hat es den größten Gletscher Österreichs getroffen. Ganze 203,5 Meter kürzer ist die Pasterze im Vergleich zur Messung 2022. Aber wie verläuft so eine Messung überhaupt und warum gab es dieses Jahr einige Gletscher, die nicht vermessen werden konnten? Diese Fragen beantwortet mir Dr. Andreas Kellerer-Pirkelbauer-Eulenstein, der ehrenamtliche Co-Leiter des ÖAV-Gletschermessdienstes. Hallo, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Bitte gerne. Freut mich, wenn ich hier etwas beitragen kann. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass der ÖAV angefangen hat, die Gletscher zu vermessen? Ja, das ist schon sehr, sehr lange her, über 130 Jahre. Und zwar war das damals so in den 1880er, 90er Jahren, dass da die Gletscher wieder vorgestoßen sind. Das heißt, dass dieses besondere Phänomen gegeben, aha, die Gletscher werden größer. Was passiert da? Und das hat natürlich den Alpenverein, den deutschen und den österreichischen, interessiert. Und da gab es eben dann im Jahr 1891 den Aufruf, eben die Gletscher im Alpenraum zu vermessen. Und das war sozusagen auch das Gründungsjahr für den Gletschermessdienst in Österreich. Und wie kann ich mir so eine Gletschermessung vorstellen? Wie läuft sowas ungefähr ab? Ja, da gibt es verschiedene Methoden und im Wandel der Zeit hat sich das auch ein bisschen geändert. So klassischerweise muss man sich das so vorstellen, nicht? Man hat einen Gletscher und davor gibt es irgendwelche großen Blöcke und dann Felsen. Auf diese Felsen, da mache ich eine Markierung, ein Kreuz und von dieser Markierung aus messe ich in einen genau definierten Winkel zum Gletscherrand. Das ist meine Basismessung, meine Nullmessung sozusagen. Dann gehe ich dort jedes Jahr wieder hin. Das sollte immer so im September sein, also nahe dem Ende des normalen Gletscherhaushaltsjahres, wo die Gletscher sozusagen am kleinsten sind, bevor der Winter wieder kommt. Das mache ich jetzt nicht nur an einem Punkt, sondern das sind mehrere Punkte. Nicht? Am besten halt 3, 4, 5, dass ich sozusagen einfach ein bisschen ein Gefühl kriege für die Veränderung des Gletschers vorne an der Stirn in seiner ganzen Breite. Und dann kann ich sozusagen auf Basis der 5 Messungen beispielsweise einen Mittelwert bilden und dann habe ich für diesen Gletscher ganz ein gutes Gefühl, wie sich der verändert hat. Und bei so manchen Gletschern werden auch mit GPS-Messmethodik eben gearbeitet, aber nicht die normale GPS-Methodik, die jeder auf seinem Handy hat, sondern das funktioniert schon genauer mit einem Differential-GPS. Und da funktioniert es einfach so, dass ich jetzt im Jahr 1 entlang des Gletscherendes eben den Gletscher abschreite und so eben eine Linie erfasse, die ich genau vermessen habe. Und im Jahr 2 gehe ich wieder hin, vermesse ich wieder diese Linie, die sich dann hoffentlich ja wohl verändert hat, leider zumeist jetzt immer im Rückzug. Und dann sozusagen berechne ich mehr oder weniger dann aus dieser Flächenveränderung auch in genau definierten Richtungen, sozusagen Streckenveränderungen und kann ihm hier auch wieder einen Mittelwert geben. Und dann schließlich gibt es die dritte Methode, das ist einfach drohnenbasiert, also dass ich einfach mit Drohnen im Bereich von Gletschern eben die Oberfläche aus der Luft aufnehme, im Jahr 1 Drohnenbefliegung, ich grenze sozusagen den Gletscher ab, im Jahr 2 wieder Drohnenbefliegung, grenze den Gletscher ab und kann dadurch eben auch wieder den Rückzug quantifizieren. Das ist teilweise auch notwendig, solche schwierigere oder aufwendigere Methoden zu machen, weil einfach der Gletscherstirn oft sehr schwierig erreichbar ist, sehr spaltig ist oder weil ein Gletschersee beispielsweise im Weg ist. Jetzt gab es dieses Jahr einige Gletscher, die nicht vermessen werden konnten. Woran genau lag das dann in diesem Fall? Bei manchen Gletschern ging die Messung dieses Jahr einfach nicht. Naja, warum? Teilweise, weil sie schlicht und ergreifend zu klein sind. Also sie haben sie so weit zurückgezogen, dass da eigentlich nichts mehr da ist, was man messen kann. Also es ist einfach dann sozusagen sinnlos, nichts mehr da. Oder aber, was auch öfter der Fall war, dass sich die Gletscher so weit zurückgezogen haben, dass sie vielleicht in einer Felswand enden oder in gefährlichen Bereichen, wo es einfach nicht so leicht zu messen geht. Also einfach auch, sagen wir mal, Überlegungen
in Bezug auf Naturgefahr, dass es einfach zu gefährlich war für die Gletschervermesserinnen und Vermesser, hier das durchzuführen. Aber nichtsdestotrotz probieren wir doch so, dass wir pro Jahr aktuell um ungefähr 90 Gletscher in ihrer Längenveränderung erfassen. Die meisten werden vermessen, andere werden zum Teil auch mit Fotovergleichen zumindest qualitativ bewertet. Ist das jetzt ein Vorstoß? War keiner dabei oder Rückzug. Also das weiß man dann schon. Und wenn man das natürlich jetzt über die Jahre, in dem Fall jetzt über 130 Jahre schon fortführt, bekommt man schon ein gewisses Gefühl für diese Veränderungen. Ja, das klingt jetzt auch nach einem recht aufwendigen Vorhaben. Wie viele Leute sind da so dabei beim Gletschermessdienst und ist das alles ehrenamtlich? Die Messungen im österreichischen Gletschermessdienst, die werden an und für sich ehrenamtlich gemacht. Und die Personen, die hier mitmachen, sind zum Teil einfach begeisterte Bergsteiger, die alljährlich ihre Gletscher besuchen. Das heißt, man hat gerade einen gewissen Bezug dazu. Nicht? Und man ist schon gespannt, was ist dieses Jahr wieder passiert, was hat sich verändert. Nicht? Und ab und zu muss man ein bisschen sozusagen hinweinen, wenn er wieder kleiner geworden ist. Aber das ist das eine. Aber das andere ist, das Ganze objektivieren, in Zahlen bringen und dann sozusagen auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Die Personen, die da so mit also teilnehmen, sind einerseits eben die Gebietsverantwortlichen, also mehrere Gebiete. In Summe haben wir 12 Gebirgsgruppen, die wir bearbeiten und wir haben 24 Gebietsverantwortliche. Und dabei gibt es dann aber noch weitere Helferinnen und Helfer bei jeder Gruppe dabei. Ich habe eine Doppelfunktion. Ich bin einerseits Co-Leiter gemeinsam mit dem Kollegen Gerd Kalib für die gesamtösterreichische Gletschermessungen. Und andererseits bin ich aber der Leiter beim größten Gletscher in Österreich, und zwar bei der Basterze und umliegenden Gletschern. Das heißt, diese Arbeit habe ich auch. Und da ist es eigentlich immer so, dass wir da jedes Jahr doch ein Team von 5 bis 7 Personen sind, um überhaupt diese Arbeiten durchführen zu können. Weil dort machen wir nicht nur die Messungen der Gletscherveränderungen, sondern wir machen auch Bewegungsmessungen, also wie verändert sich die Bewegung des Gletschers, sehr spannend, und auch die Höhenänderung. Also hier versuchen wir durchaus mehr noch aufgrund der großen Bedeutung der Basterze hier im Rahmen des Alpenvereins zu erfassen. Und diese Messungen dienen natürlich auch für andere wissenschaftliche Arbeiten, die wir hier durchführen, denn eben, das ist eben der zweite Teil der Personengruppe, die hier arbeitet. Das sind durchaus auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Österreich, die aber auch hier für den Alpenverein ehrenamtlich tätig sind. Jetzt wurden dieses Jahr 93 Gletscher erfasst und 92 davon sind im Rückgang. Was heißt das für die Zukunft der Gletscher in Österreich? Naja, die letzten Vorstöße im größeren Umfang, im Sinne von, dass mehrere Gletscher pro Jahr vorgestoßen sind, im Ostalpenraum, das ist schon einige Jahrzehnte her. Das war so Ende der 60er, vor allem die 70er und beginnenden 1980er Jahren. Da sind einige Gletscher, vor allem kleinere, mittlere, vorgestoßen. Aber in den letzten mindestens 10 Jahren waren eigentlich einzelne Vorstöße wirklich Ausreißer aufgrund von irgendwelchen Zufälligkeiten, vielleicht Lawinenereignissen oder so. Ein paar Gletscher blieben gleich, man sagt dazu stationär, also da hat sich nicht viel getan, aber prinzipiell waren immer mehr als 95% aller vermessenen und beobachteten Gletscher sind zurückgezogen. Naja, und was bedeutet das jetzt für die Zukunft? Es ist eigentlich relativ absehbar, nicht? Der Gletscherrückzug wird weiter voranschreiten, auch wenn es sogar kühler werden würde, nicht? Also auch wenn man jetzt sagen würde, naja, jetzt wird es vielleicht doch wieder kühler, was es nicht wird, aber machen wir dieses Gedankenspiel, dann wird es schon einmal einige Jahre dauern, dass die Gletscher wieder im Gleichgewicht bleiben, weil sie sind ja bei weitem nicht im Gleichgewicht. Also das heißt einfach, dass sie gleich viel Input im Winter erhalten, wie sie im Sommer verlieren. Aktuell verlieren sie viel, viel mehr im Sommer, als sie im Winter bekommen, und sie schmelzen immer noch weiter zurück. Das heißt, auch wenn es kühler wird, hilft uns das zuerst einmal gar nichts. Es muss deutlich kühler werden und lang kühler werden und schneereicher werden. Und dann vielleicht würden sich die Gletscher schon langsam wieder erholen, aber bis es zu einem Vorstoß kommt, wird eher sehr, sehr schwierig zu sehen. Das heißt jetzt für die Zukunft, wenn man einfach die ganzen Flächenveränderungen extrapoliert, die wir seit 1850 in den letzten Jahrzehnten bis heute beobachtet haben, dann wird es zumindest so sein, dass in 40, spätestens 45 Jahren eigentlich die Ostalpen eisfrei sein werden. Denn nicht deutlich früher. Wir müssen nur aktuell jetzt die Witterungen der letzten Monate anschauen. Ein Rekordmonat jagt das andere.
Und wenn das so weitergeht, plus trockene Monate, naja, dann wird natürlich das Gletschereis auch deutlich weniger werden. Aktuell hängt immer wieder Sahara-Staub in der Luft. Und wenn sich dieser Staub auf die Gletscheroberfläche legt, dann nimmt dieser deutlich mehr Wärme auf als sonst. Ist die aktuelle Menge an Sahara-Staub eine neue Gefahr für die Gletscher oder gab es das schon immer und wir haben einfach nur nicht so viel davon gehört? Naja, die Bedeutung von Transport von feinem Material aus dem afrikanischen Raum nach Mitteleuropa im Sinne von, sagen wir mal, Sahara-Staub, ist eigentlich auch noch für sich etwas, was es schon lange gibt. Also das ist jetzt nichts Besonderes. Das heißt, es kommt immer wieder eben zur Geltung. Aber natürlich, wie Sie ja gesagt haben, richtig, natürlich ist es so, dass der Sahara-Staub, wenn er sich dann auf in dem Fall noch Schneeflächen eben dann ablagert, dass durch die Einstrahlung der Sonne dann dieses Material dunkel eben mehr Energie aufnimmt und das natürlich abgibt weiter darunter an den Schnee und das natürlich die Abschmelzung zuerst des Schnees und möglicherweise später dann des Eises verstärkt. Das ist auf jeden Fall schlecht. Wobei nicht, wenn jetzt theoretisch ganz viel Material, also einige Zentimeter Material drauf liegen würden am Schnee und am Eis, dann schützt es wieder den Gletscher. Nicht? Und deshalb ist es eigentlich so, dass sich die Gletscher sozusagen eine kleine Strategie zurechtgelegt haben, dass sie immer dreckiger, schmutziger werden. Nicht? Also das heißt, der eine oder andere, der von Ihnen vielleicht schon mal im Bereich der Franz-Josefs-Höhe war und runtergeschaut hat auf die Basterze und rüber auf den Großglockner und das vielleicht zweimal gemacht hat, nicht? Dann merkt er vielleicht, hoppala, der Gletscher ist deutlich dreckiger, schmutziger geworden. Nicht? Und das ist einfach so, dass natürlich das Fest, also dieses Gesteinsmaterial, das sammelt sich an der Oberfläche des Gletschers eben an, schützt aber, wenn es ein bisschen einige Zentimeter Mächtigkeit hat, eben das Eis darunter. Und dadurch werden sozusagen die Gletscher auch im Alpenraum immer schmutziger und dreckiger. Und das sind auch eben Beobachtungen, die natürlich hier machen, die auch untersucht werden. Vielen Dank für diesen spannenden Einblick in den Gletschermessins und was da alles so hinter den Kulissen passiert. Wenn ihr mehr zum diesjährigen Gletscherbericht des ÖAV wissen möchtet, verlinken wir euch den unten in den Shownotes. Letzte Woche gab es einen Unfall am 3507 Meter hohen Zuckerhütl in den Stubaier Alpen mit mindestens 5 Verletzten. Ein bislang unbekannter Alpinist rutschte kurz vor dem höchsten Punkt seiner Tour ab und riss im Fall die anderen 5 Personen mit sich. 2 der Verletzten mussten per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Die anderen 3 konnten ihre Tour mit leichten Verletzungen beenden. Der Verursacher des Unfalls verschwand vom Ort des Geschehens, bevor die Polizei irgendwelche Personalien aufnehmen konnte und ohne sich um die Verletzten zu kümmern. Also, Hinweise über das Phantom vom Zuckerhütl bitte an die Tiroler Polizei. Während sich im Tal am vergangenen Wochenende viele mit einem Eis in die Sonne gesetzt haben, herrschte am gesamten Alpenhauptkamm erhebliche Lawinengefahr. Die vorherrschenden Lawinenprobleme waren Gleitschnee und Nassschnee. Kurzer Lawinenkunde-Auffrischer, mit steigenden Temperaturen und Sonneneinstrahlung steigt auch die Auslösebereitschaft für Gleitschnee- und Nassschneelawinen erheblich. Auch am kommenden Wochenende sollen die Temperaturen in Tallagen vielerorts wieder auf über 20 Grad steigen. Wenn ihr also nicht am See oder im Park ein Eis schlecken wollt, sondern lieber in den Bergen unterwegs sein möchtet, informiert euch vorher über die aktuelle Lawinenlage. Auch wenn es hier im Tal vielleicht nicht mehr so ausschaut, der Winter in den Bergen ist noch nicht vorbei. Den Link zum Lawinenlagebericht und dem aktuellen Bergbericht findet ihr in den Shownotes. Und jetzt noch ein paar Good News zum Abschluss. Zum ersten Mal wurde eine Klimaklage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verhandelt und hat auch noch Erfolg gehabt. Das könnte ein Präzedenzfall sein für mehr Klimaklagen und damit auch für mehr Klimaschutz in der EU. Und damit war es das auch schon wieder von mir. Redaktionsschluss für diese Folge der Bergnews war der 9. April. Redaktion und Schnitt lag bei mir. Joghurt, produziert wurde die Folge von Franz Gündner. Die nächste Folge gibt es wie immer nächste Woche Donnerstag. Bis dahin, tschö. Diese Fragen beantwortet... Aber wie läuft so eine Vermessung überhaupt? Aber... Nochmal.